Willkommen, jetzt sind Tag 70, Muscle Commander Gildner mein Name und Endspurt. Und heute zeige ich euch, bleibt auf jeden Fall eisern, denn heute zeige ich euch die tierischen Proteinquellen. Ich habe mir hier einfach mal beispielsweise was ausgewählt, was ich auch persönlich nehmen würde. Fangen wir einfach mal an mit der gut bewährten Pute. Ist wirklich fettarm, hat einen sehr, sehr guten Eiweißbedarf und deswegen würde ich das auf jeden Fall vorziehen. Also hier Putenschnitzel kann man natürlich auch über Hähnchenbrust oder dementsprechend Hähnchenbrust-Innenfilet natürlich nehmen. Also Hauptsache Geflügelquellen, sei es über Pute oder dementsprechend Hähnchen. Weiter geht's. Einmal pro Woche sollte auf jeden Fall das rote Fleisch verwendet werden, weil natürlich der Kreatinanteil dort relativ hoch ist, hat auch einen sehr, sehr guten, liefert auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eiweißbedarf, sollte einmal die Woche verwendet werden. Ich persönlich greife auf jeden Fall auf Rumpsteak, Hüftsteak dementsprechend zu. Kann man natürlich hier und da kann man noch die sogenannte Fettsparte natürlich noch ein bisschen abschneiden, aber sollte einmal die Woche verwendet werden. Zum Abend hin, über tierische Proteinquellen sollte man natürlich mit Fisch auch nicht sparen. Ich habe mir hier wieder genommen Lachs, einmal hier und einmal die Bio-Variante. Wenn ihr das dann soweit einhaltet, dann stehen eure Muskeln nichts mehr im Wege. Das heißt, die nächsten paar Wochen nochmal wirklich eisern bleiben. Wir haben heute den Tag 70. In diesem Sinne, ich melde mich ab.